die konnte man für 3 Gold verkaufen. Na prima. Und wir sind im Lucky Cave. Hatte ich ja schon mal gesagt, dass die Musik von diesem Spiel einfach nur absolut geil ist. So. Uns wird gleich noch was mitgeteilt zu diesen Viechern. Und wir wurden jetzt gerade surprised. Oh, und wir haben ziemliches Pech, weil 2 relativ starke Gegner dabei sind. Und ich habe Torma die geile Ausrüstung gar nicht gegeben, ne? Hervorragend. So, wir haben ein bisschen Glück, weil Elden jetzt schon eine erhöhte Defense hat, deswegen rockt es nicht so rein. So, das ist also unser erster Kampf in diesem Spiel. Was die IP jetzt sein sollen, habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden, aber das werden wir bestimmt rausfinden. Wir greifen erstmal diese Freunde hier an. Und dadurch, dass wir überrascht wurden, werden wir gleich nochmal sowas. Oh, 4, ey. Das ist ziemlich viel. Oh, Smog, die Attacke kannte ich jetzt auch noch nicht. Aber Miss. 12 und das reicht eben noch nicht. Und 10. Jetzt ist der erste hinüber. Das ist nicht so gut. Newt ist, glaube ich, ein Lorch, ne? Hab's noch immer Ärger mit Newton. Er ist der größte Newton. Und kein Lorch. Ach, die guten Zeiten bei Super RTL. So, und jetzt einfach arg gekloppe. Weil ist ja nur noch einer übrig hier. Red Jelly. Im ersten Teil hießen die, glaube ich, noch Blobs. Oder im zweiten Teil, ich weiß es gar nicht. Und die sind die schwächsten Gegner, die es gibt. Wir haben 12 Erfahrungspunkte bekommen und das ist aber die Erfahrung, die wir insgesamt kriegen. Also bekommt jeder von den beiden nur 6. Und deswegen braucht Elden noch 24 und Torma auch noch 24 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Und wir haben 4 Gold bekommen und jetzt muss ich erstmal schnell noch die Sachen ausrüsten. Siehst du, Elden ist nämlich schon wieder fast am Arsch. So ein Mist. Okay, equip Torma. Du bekommst deinen Club. Er ist ziemlich stark, der Torma. Und einen Helm bekommst du auch noch aufgesetzt. Prima. Ja, ich werde Elden gleich jetzt schon eine Potion geben müssen, weil Sterben hier unten ist ganz schlecht. Mit 20 HP kommst du halt auch nicht weit, ne? Es war vielleicht gar nicht so gut, dass ich das jetzt gemacht habe, aber ist auch egal. So, hier können wir ein bisschen Gras wegmachen. Und wir gehen mal weiter. Diese Pfeile auf dem Boden sagen uns, dass wir da runterspringen können. Lernt man ja jetzt auch nicht alle Tage. Ich werde dir eine Hilfe geben oder einen Tipp, wenn du all das Gras für mich schneidest. Das machen wir mal. Dann sagt uns nämlich das, was ich gerade eben schon anschneiden wollte. Wenn du dich bewegst, bewegen sich deine Gegner auch. Wenn du stillstehst, werden sie sich nicht bewegen. Mit anderen Worten, wenn du vorsichtig dir überlegst, wo du hinläufst, dann kannst du dir eine Menge sinnlose Kämpfe sparen. Das sollte man bedenken. Ich gehe jetzt erstmal nach links unten. Ich glaube, da ist es gerade besser für uns. So, deswegen immer schön drauf zulaufen, um die möglichst zu surprisen. You've surprised the enemy, sehr gut. Dann haben wir nämlich Erstschlag. Und die wissen gar nicht, wo sie sind. Egal, welche Waffe ausgerüstet ist, die Angriffsanimation bleibt immer dieselbe von den Kollegen hier. Also, Torma wird auch weiterhin diese Attacken-Animation haben. Aber das sollte uns ja nicht weiter stören, um nicht zu sagen, es ist eigentlich völlig Rülle, wenn eine bestimmte Person jetzt sagen würde. Dieses Spiel übrigens auch, neben der Tatsache, dass es von dem geliebten Mr. Stormcatcher kommt, besonders deswegen, weil ich mir vor kurzem habe sagen lassen, dass dieser Kanal ja viel zu wenig Adventures bietet. Und deswegen, warum nicht ein klassisches, geiles RPG-Adventure? Warum nicht? Ne? 12 Erfahrungspunkte und wir haben 2 Gold bekommen. Unglaublich. Und was ich auch ebenso geil finde, ist, dass die Musik nicht neu startet nach einem Kampf oder nachdem irgendwie, also der Musikfluss unterbrochen wurde, sondern an der Stelle dann fortsetzt, wo wir aufgehört haben. Oh, guck mal. Potion acquired, yay!
Finde ich gut. Ups. Und was haben wir hier? Sharp Bone acquired. Erinnert ihr euch noch? Die konnte man für 3 Gold verkaufen. Na prima. So, wir rennen zurück. Also dieses Spiel ist eigentlich ein bisschen echt krass programmiert. Wenn du stirbst, verlierst du, glaube ich, alles, was du hast, ne? Ich will es jetzt ungern austesten. So, und hier immer mal gucken. Da oben ist zum Beispiel ein Gegner. Da rennen wir mal drauf zu. Nicht, dass der uns überraschen kann. Das ist immer ganz ungünstig. So, wir greifen wie immer zuerst den Lorch an hier. Oder was auch immer. Das ist, guckt zwar ganz süß, aber er ist leider sehr gefährlich. Weil er uns den meisten Schaden machen kann. Und das, was die beiden da drauf haben, funktioniert meistens nicht, weil unsere Defense höher ist als deren Attacke. Deswegen gibt es eigentlich immer einen Miss. Und jetzt können wir beide hier auf den schicken, weil dadurch, dass der sowieso jetzt sofort drauf geht, ist das alles voll im Rahmen. Und wir haben gewonnen. 12 Erfahrungspunkte, jeder braucht noch 12 und wir haben 6 Gold bekommen. Die Musik ist einfach so geil in diesem Spiel. Ey, ich könnte mich reinlegen. Spring erstmal hier runter. So. Hey, guck dir mal den leeren Fleck da an. Hast du irgendwas, was da rein könnte, Eldin? Nicht? Oh Gott, wie schlecht bist du denn? So. Ja, da müssen wir wohl was einsetzen, wa? Da können wir wohl nur weitergehen, wa? Gehen wir mal hier hoch, wa? Oh, guck mal. Oh, wenn ich eine Lizenz hätte, ne, dann würde ich die Ahnenhöhle erforschen. Ancient Cave ist die Ahnenhöhle, das, die gab es wohl auch schon immer. Ach, ich wünschte, ich könnte rein. Ach, ich würde in Reichtümern schwimmen. Da werden wir aber auch noch zu kommen, glaube ich. Oh, guck mal, 5 Gold liegen hier unter dem Busch. Und es ist natürlich ein Grasbusch. Jetzt gibt es hier wieder 2 Wege. Ich gehe erstmal nach unten. So, toll. Ach, 1. Oh Gott. Das wird ja ein schneller Kampf. Ein weiterer Nachteil von dem Spiel ist auch, dass die HP-Leisten unten nur als Grafik da sind. Wir haben ja ein Aquafruit acquired. Die Früchte sind, glaube ich, für die Monster da. So, und das sind auch schon wieder andere Gegner. Das sind, glaube ich, was sind das? Pony Moths. Also irgendwelche Parasiten halt. Ich gehe aber trotzdem wieder auf den Lurch, weil der Lurch, glaube ich, ein Stück stärker ist. Wäre auch mal geil, ein One-Hit bei so einem Lurch. Wäre schon schön. So, die hauen nämlich uns tatsächlich ein bisschen rein. Ich sag mal gut 2, das geht noch. 2 ist okay. Wobei, von 20 sind 10%, ne? Und hier weiß ich nicht, ob ein Schlag ausreicht. Ah, Glück gehabt. Schön. Ja, eigentlich ist es so, Torma ist einfach stärker als wir, ne? So, 14 Erfahrungspunkte, jeweils noch 3 bis zum nächsten Level und 7 Gold. Die Ranken können wir auch zerstören. Und hier liegen ein paar Skelette rum. Und ach, guck mal einer an. Hoffentlich wurden wir jetzt nicht überrascht. Nein. Also wie dieser Algorithmus zusammenhängt, das habe ich auch noch nicht ganz durchschaut. Wann wir jemanden überrascht haben, wann wir überrascht wurden und wann einfach gar nichts passiert. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie das alles zusammenhängt. So, wir haben 4 Erfahrungspunkte bekommen. Wir brauchen jeder noch einen. Und die Tür öffnet sich nur, wenn wir alle Gegner besiegt haben. So. Wer bist du denn? Oh, 4 Gegner, ey, wirklich? Das ist, glaube ich, auch die Höchstanzahl an Gegnern, die da sein kann. Und wir werden natürlich auf den Lurch gehen. Immer schön auf den Lurch. Ach, nicht Lurch. Was rede ich für ein Mist? Das ist ein Molch. Oh. So, 2 rote Jellies können sich zusammentun zu einem blauen Jelly, der gleich mal um ein Vielfaches stärker ist. Deswegen werden wir den mal gleich wegmachen. Und der ist tatsächlich, der hat ganz schön was drauf und kann auch ordentlich was ab. Ist aber trotzdem nach 2 Attacken tot. Zum Glück. Weil die Roten können einfach nichts. Was ich ein bisschen schade finde, ist einfach, Jelly ist ja sowas wie Glibber oder Gelee.
Und die haben so einen komischen, so ein komisches Kreuz in der Mitte. Die sehen ganz komisch aus. So, wir haben 24 Erfahrungspunkte bekommen. Eldin ist Level 2. HP increased by 9. Also fast 50% mehr. Genau gesagt, 45%. Die AP, wir haben AP bekommen. Die Attacke ist um 1 gestiegen. Die Intelligenz oder Int, ich weiß nicht, Fertigkeit, irgendwas. Keine Ahnung. Und bauen noch 60 EP bis zum nächsten Level. Torma hat auch ordentlich was bekommen und braucht auch noch 60. Und wir haben ein Chart Nude acquired. Und ein... Jetzt will ich es mal schnell rausfinden. Wir können doch hier... Wo hatten wir das? Options. Genau, hier haben wir die Compendiums, die haben wir bekommen. Und jetzt muss ich mal gucken. Shields, Armor, Weapons, Helmets, Accessories. Und hier haben wir auch offensichtlich noch nichts. Nee, es gibt 34, aber wir haben noch nicht eins. Das ist ein bisschen schade. Clothes. Mom's Custom Design. Okay. Gibt's 71, ey. Puh, da ist ganz schön was vor uns. Wir haben aber noch nichts anderes. Dann gucken wir noch schnell die Waffen. Sharpbone. Taken from the remains of an ancient creature. Okay. Und ein Club ist ein Schwert. Offensichtlich ganz einfach. Und eine Angelrute ist flexibel. Wow. 107 Waffen. Alter. Jetzt habe ich aber noch nicht das gefunden, was ich gerne wollte. Helmet. Ein Pot. Ein ganz normaler Iron Pot. Wie viele Helme gibt es denn? 48, ey. Da steht ja noch ganz schön was vor uns. Shields haben wir noch gar keins. Monsters 198. Damit die hier drin auftauchen, ist wie so ein kleiner Pokédex, müssen wir sie aber auch fangen, glaube ich. Und zu den Items kommen wir auch noch später. So. Also, wir können hier nichts lesen über die Items selber, was sehr schade ist. Genau, ein Chart Nude stellt 5 Lebenspunkte und 5 Angriffspunkte wieder her. Die Attack Points sind, glaube ich, für... Ach, jetzt erkenne ich es auch. Da unten steht die Maximalzahl. Okay. Für... Also für Flüche, für Spells. Aber da kann, glaube ich, niemand irgendwas. Momentan. Sehr schade. Also wirklich. So, haben wir hier irgendwas? Übrigens, auch wenn wir gegen irgendwas gegenlaufen, die Monster bewegen sich dann trotzdem weiter. Das ist ein Knopf, wo wir was draufstellen müssen. Wie machen wir denn das mal? Hör zu. Du kannst Objekte aufheben oder sie über den Boden schieben. Alles, was du dazu tun musst, ist der A-Knopf. Wenn du die... Richtung, ohne dich zu bewegen, ändern willst, dann halte den R-Knopf und drück das Steuerkreuz. Genau, ich drück mal den R-Knopf, es müsste der hier sein. Genau. Ah, interessant. Dann nehmen wir den Topf mal, den können wir auch nicht kaputt machen. Und wir müssen uns immer ein Feld davor stellen, um ihn dann drauf zu werfen, sozusagen. Immerhin. Bei Zelda sind sie immer gleich kaputt gegangen, die Töpper. So. Haben wir hier irgendwas? Nein. Ich weiß noch nicht, wieso ich die Ranken kaputt mache, aber sie stören mich irgendwie. So. Hallo? Wie immer auch hier erstmal alles zerstören. Oh. Chart Nude acquired. Noch eins. Schön. Steinfragment erhalten. Na, wenn das mal nicht das ist, das da... in die Lücke kommt, in die Aussparung, wie man so schön sagt. So, komm her. Ich bin von hinten ran und ich habe den Gegner überrascht. Ha! So nämlich. Geil, geil, geil. Und schon kaputt. 5 Erfahrungspunkte. Und, ist jetzt lustig, weil wir kriegen aufgeteilt immer nur gerade eine gerade Anzahl. Also... den 5. Erfahrungspunkt selber, den haben wir jetzt gar nicht bekommen. Und nicht mal ein bisschen Gold. Einfach nichts. Schön. Ist ja schön.